Ich muss wohl gleich eine Schwäche für Schamal gehabt haben, dass ich mich von ihm einwickeln ließ wie ein geschorenes Kaninchen. Wir lernten uns eines Abends Anfang Juni im Café du Dôme kennen, wo ich gewöhnlich eine Eiscreme nahm, um das Abendessen zu sparen. Gestatten Sie? Bitte. Wie Sie sehen, ist der Stuhl frei. Es hätte ja sein können, dass Sie jemanden erwarten. Nein, ich erwarte niemanden. Besten Dank. Ich bitte Sie. Garçon? Garçon! Da stehen drei dieser Burschen herum und diskutieren wahrscheinlich, wie viel mehr Lohn sie das nächste Mal verlangen sollen. Ja, jederzeit. Das sagen Sie, weil Sie jung sind. In Ihrem Alter darf man die Zeit noch für etwas halten, das kein Ende nimmt. In meinem Alter weiß man, dass jede Minute kostbarer ist als der blaue Diamant des Maharajas von Jaipur. Da sind Sie ja endlich. Ein Pernod auf Eis. Darf ich mir das Vergnügen machen, Sie zu einem Drink einzuladen? Ich sehe nicht recht, wie ich dazu komme. Reiner Egoismus. Ich trinke nicht gern allein. Garçon, zwei Pernod. Oder hätten Sie etwas anderes vorgezogen? Ich hob abwehrend die Hand. Natürlich hätte ich lieber ein Sandwich gegessen. Aber das konnte ich nicht gut sagen. Sie sind Amerikaner, nicht wahr? Mittlerer Westen, wenn ich schätze. Milwaukee? Woraus schließen Sie das? Aus Ihrem Akzent und aus Ihren Beinen. Wieso aus meinen Beinen? Das sieht man sofort. Kein Amerikaner aus dem Mittleren Westen weiß, was er mit seinen langen Beinen anfangen soll, wenn er sie nicht auf den nächsten Tisch oder Stuhl legen kann. Sie sind ein verdammt guter Beobachter. Das bringt meinen Beruf mit sich. A votre santé. A la vôtre. Sie studieren hier? Gewissermaßen. Und was, wenn ich fragen darf? Das ist mir selbst nicht ganz klar. Als Sie mir ein Stipendium auf dem Jahr gaben, sagten Sie, um meinen Horizont zu erweitern. Hat er sich erweitert? Jedenfalls ist das Jahr um. Und nach Hause möchten Sie ungern zurück? Verdammt wenig Lust. Mit meinem Grad könnte ich mich mit einer Klasse Halbbilder Mittelschüler rumärgern, dass ich Magengeschwüre habe. Bestimmt ist Paris amüsanter. Solange man Geld hat. Ohne Geld ist es ein elendes Nest. Warum nehmen Sie nicht einen Job an? Habe ich versucht. Alles, was sich gerade noch mit menschlicher Würde vereinbaren lässt. Zur letzten alten, kurzsichtigen Dame aus New Hampshire, die außerdem schwierig war, die Times vorgelesen. Von A bis Z, einschließlich der Verlobungen und Todesnachrichten. Für 15 Frauen pro Tag. Alles zwecklos. Ich bekomme die Füße nicht auf den Boden. Mit einem Wort, Sie wissen nicht, was Sie mit sich anfangen sollen. Na ja, ich schreibe ein Buch. Interessant. Worüber, wenn ich fragen darf? Man schreibt heute nicht über etwas. Man schreibt. Ich schreibe tatsächlich an einem Roman, natürlich nur in Gedanken. Über die ersten 5 Zeilen bin ich nie hinausgekommen. Was mir fehlt, ist vor allem ein Titel. Der Titel bei einem Roman ist das Wichtigste, habe ich mir sagen lassen. Die meiste Zeit lag ich auf einer verrotteten Couch in meinem Hinterzimmer in der Rue Vaugirard. Malte mir aus, wie ein unerhörter Glücksfall in meinem Leben eine ganz neue Wendung geben würde. Ich wartete auf ein Wunder. Wie lange werden Sie brauchen, bis Sie mit Ihrem Buch fertig sind? Das weiß man nie im Voraus. Ein Jahr, 2 Jahre. Ohne die Gewissheit, dass es ein Erfolg wird, keine sehr verlockende Aussicht. Finden Sie nicht, Monsieur? Dass Sie das alles verdammt wenig angeht. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich kann mich nur damit entschuldigen, dass Sie mich interessieren und dass ich mit Menschen, die mich so interessieren, immer die besten Geschäfte gemacht habe. Ich bin ein ganz gewöhnlicher amerikanischer Student, wie Sie nach dem Krieg zu Tausenden in Europa herumlaufen. Was können Sie mit mir für Geschäfte machen? Ich könnte Ihnen eine Möglichkeit bieten, Geld zu verdienen. Mit ein paar hundert Francs Nebenverdienst, viel Geld. Was verstehen Sie unter viel Geld? Was würden Sie darunter verstehen? 10.000. Sie können es verzehnfachen. Das sind 100.000 Francs. Nein, nicht Francs, Dollar. Wenn das ein Scherz sein sollte, ist es kein guter. Ich bin zu sehr Geschäftsmann, um mit Geld zu scherzen. Wenn ich 100.000 sage, meine ich Dollar. Das ist mir zu viel. Wie sollte ich dazu kommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Sie könnten mir doch eine Andeutung machen. Ich habe ein größeres Geschäft vor,
für das ich jemanden wie Sie brauchen könnte. Wenn mein Angebot Sie interessiert, seien Sie übermorgen Donnerstag, den 27. Mai um 15.43 Uhr vor dem südlichen Eingang der Großen Oper, dann werde ich Ihnen mehr sagen. Aber seien Sie pünktlich. Das ist wichtig. Garçon, zahlen. Ich will mein Notessen, wenn ich auch nur ein verdammtes Wort von der ganzen Geschichte verstand. Wer war dieser Mann? Ein Geschäftsmann, wie er angab? Oder ein Gangster? Oder einfach ein Verrückter? Sollte ich hingehen? Oder nicht? Ich schlief die nächsten Nächte nicht gut. Konnte ich mir leisten, ein 100.000-Dollar-Angebot vom Tisch zu wischen? Ich konnte ja hören, was er zu sagen hatte, wenn er überhaupt kam. Er kam. Sie sind pünktlich. Das ist wichtig. Steigen Sie ein. Mein Chauffeur versteht nur Arabisch. Wir können uns ungestört unterhalten. Eine schnelle Karosse, Ihr Wagen, Monsieur. Ich weiß noch nicht einmal Ihren Namen. Nennen Sie mich Schamal, wenn Sie es unbedingt für erforderlich halten. Es ist übrigens Nebensache. Sie werden mit keinem Menschen über mich reden. Ich heiße Canby. Gerard. Ich weiß, ich habe den Kellner im Café du Dôme gefragt. Werden Sie mir jetzt sagen, was Sie von mir und ich von Ihnen zu erwarten habe? Zügeln Sie Ihre Ungeduld. Wir werden ein wenig umherfahren und die Abendluft genießen. Waren Sie im Krieg? Ich wurde eingezogen, kam aber nicht mehr an die Front. Dann können Sie vermutlich mit einer Pistole umgehen. Hören Sie, ich werde mich auf nichts einlassen, was mich irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt bringen könnte. Was sind Gesetze? Vorschriften, die eine Handvoll Banditen den anderen aufzwingt. Am besten, man nimmt sie nicht zur Kenntnis, dann kommt man auch nicht in Konflikt mit ihnen. Also für Sie besteht keine Gefahr. Sie tun, als wäre meine Beteiligung an Ihrem Geschäft bereits abgemacht. So ziemlich. Die Gelegenheit, die ich Ihnen biete, wird sich in Ihrem Leben nicht wiederholen. Sie erhalten nach mir den größten Anteil am Reingewinn. Doch wohl nicht nur aus Nächstenliebe. Richtig. Bei dem Geschäft, das ich vorhabe, kommt alles darauf an, jeden Platz mit einem richtigen Mann zu besetzen. Ein Platz ist noch frei. Wenden Sie ab, muss ich mir einen anderen suchen. Und warum? Sollte gerade ich der richtige Mann für diesen Platz sein? Sie sind intelligent. Außerdem, wie alle Schriftsteller, nicht mit moralischen Vorurteilen belastet. Hey, meine Familie ist streng religiös. Das ist beruhigend, dann werden Sie es umso weniger sein. Wie kommt Ihrer Meinung nach jemand zu Geld? Auf viele Arten. Kaum durch Arbeit. Ich wusste, wir würden uns verstehen. Kommen wir zur Sache. Ich möchte etwas mit Ihnen probieren. Eine Probe? Worauf? Auf Ihre Geistesgegenwart, ob Sie mit einer unvorhergesehenen Schwierigkeit fertig werden und vor allem, ob Sie eine Aufgabe auf die Sekunde genau durchführen können. Trauen Sie sich das zu? Erst muss ich wissen, um was es geht. Sehen Sie dort die Filiale der Banque de Commerce. Eine kleine Filiale, in der es nur einen Kassierer gibt, einen älteren Mann und eine junge Angestellte. Es ist jetzt 16.48 Uhr. Um diese Zeit wird kaum ein Kunde im Schalterraum sein. Nehmen Sie diese Pistole, sie ist nicht geladen, zu Ihrer Beruhigung, und damit gehen Sie zur Kasse und verlangen das ganze Bargeld. Hier ist ein kleiner Koffer, in dem Sie es unterbringen können. Es wird nicht sehr viel sein. In genau 9 Minuten schließt die Bank. Gehen Sie hinten um den Wagen herum. Ich warte auf Sie in der nächsten Querstraße links vor einem Fleischerladen. Es ist jetzt 16.49 Uhr. Beeilen Sie sich, sonst macht die Bank zu. Ich stieg aus und ging hinten um den Wagen herum. Also ein Gangster, dachte ich. Im Übrigen rollte alles in weiter Ferne an mir vorbei, als wäre ich überhaupt nicht beteiligt. Hätte mir jemand vor 5 Minuten gesagt, ich würde ein Verbrechen begehen, auf das 5 Jahre Gefängnis stehen, hätte ich an seinem Verstand gezweifelt. Jetzt überquerte ich seelenruhig die Rue Pigalle, in der Tasche eine Pistole, in der Hand einen kleinen Koffer, um mitten in Paris am helllichten Tag eine Bank zu überfallen, als wär's die selbstverständlichste Sache der Welt. Wollte ich Schamal imponieren?
oder mich auf eine Probe stellen. Ich weiß es nicht. Mit 25 macht man ja manches, was man selbst nicht versteht. Um 16.54 Uhr betrat ich die Bank. Der Schalterraum war leer, auch hinter der Kasse war niemand. Ich verlor eine Minute mit Warten, dann klopfte ich energisch gegen die Scheibe. Schließlich erschien ein älterer Herr, der mich bekümmert ansah. Ich umklammerte die Pistole in meiner Tasche und klappte den Koffer auf. Ich habe Sie warten lassen, Monsieur. Entschuldigen Sie, ich bin noch ganz benommen. Das ist ein Überfall. Das kann man wohl sagen. Das ganze Bargeld. Jawohl, Monsieur, das Ganze. 174.843 Francs. Ich war gerade dabei abzurechnen, als Sie herankamen. Wer? Wenn ich das wüsste. Die Polizei müsste schon längst hier sein. Sie müssten Ihnen eigentlich begegnet sein. Verdammter Mist. Wie meinen Sie? Sie wollten sicherlich eine größere Summe abheben. Sie sehen, alles leer. Sogar die Portokasse haben diese Banditen mitgenommen. Es tut mir leid, dass ich nichts mehr für Sie tun kann. Aber sind Sie endlich. Leider zu spät. Wie gewöhnlich. Ich klappte den Koffer zu und machte, dass ich fortkam. Sie sind eine halbe Minute zu früh. Sehr bedauerlich. Ich bin eine Stunde zu spät. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Kassierer? Im Gegenteil. Am liebsten hätte er mir den Koffer bis zur Tür getragen. Also was war's? Reden Sie endlich! Hören Sie das nicht? Das ist Ihre Ding. Beinahe. Viel hätte nicht gefehlt. Wo ist das Geld? Es war nichts mehr da. Sie hätten sogar die Portokasse mitgehen lassen. Gaune! Es folgte ein langer Fluch, den ich nicht verstand, der aber unverkennbar eine abartige Aufforderung sexueller Art enthielt. Ich musste lachen, nicht ohne Schadenfreude. Seine Art, Menschen wie Stoppuhren in Gang zu setzen, fing an, mir auf die Nerven zu fallen. Mit mir war ich zufrieden. Ich hatte für mich die Probe bestanden und war neugierig, wie es weitergehen würde. Wie er dachte, wusste ich nicht. Wir hielten am Hotel. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Erwarten Sie meinen Anruf am Donnerstag um 19.38 Uhr. Halten Sie sich zu Hause auf. Der große Schlag wird nicht daneben gehen. Wie der große Schlag aussah, konnte ich mir jetzt ungefähr vorstellen. Ich war aber nicht sicher, ob ich mitmachen sollte. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass er keine sehr glückliche Hand mit seinen Unternehmungen hatte. Wenigstens in Verbindung mit mir. Als er anrief, war ich entschlossen, ihm zu sagen, dass ich aussteigen würde. Aber als ich seine Stimme hörte, fiel ich wieder um. Ich meldete mich mit dem vereinbarten Kennwort. Wie fühlen Sie sich? Danke, wie immer. Haben Sie Ihre Erkältung von neulich gut überstanden? Meine Erkältung? Ja, Sie machten den Eindruck, als wären Sie sehr erkältet und hätten Klimawechsel nötig. Sie sollten sich eine Erholung gönnen, am besten außerhalb von Paris. Ja, ich weiß da ein sehr hübsches Seebad, in dem Sie, sagen wir, vom nächsten Montag an eine Woche das Leben eines amerikanischen Touristen führen könnten, der sich auf einem Trip durch Europa befindet. Ich kenne da ein sehr gutes Hotel mit vorzüglicher Küche und aufmerksamer Bedienung, in dem Sie sich sehr wohl fühlen würden. Wenn Sie einen Wagen mieten, können Sie sich die Umgebung ansehen, es lohnt sich. Tagsüber können Sie auch baden, am Strand liegen und sich erholen. Ja, und abends spielen. Fußball oder Klavier? Nein, Roulette. Am Ort befindet sich ein Casino mit gutem Publikum. Viele reiche Pariser besitzen in der Gegend Villen. Ich lege verdammt wenig Wert darauf, mich wieder zu erkälten. Nichts dergleichen. Das Klima ist ausgezeichnet. Im Casino können Sie jeden Abend 1000 Francs verlieren. Auffallen ist nicht drin. Sie werden sehen, dass das Personal sehr zuvorkommend ist. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Ich habe auch gar keine Klamotten für ein Seebad. Ich werde Ihnen morgen einen Vorschuss von 25.000 Francs schicken. Dafür können Sie alles erstehen, was man in einem Seebad braucht. Außerdem einen Smoking. Nicht zu eng unter den Achseln, hören Sie? Zugleich mit dem Geld schicke ich Ihnen die Adresse des Hotels. Sehe ich Sie da? Ich werde auf ein paar Tage hinkommen. Ruhe täte mir auch gut.
noch eins. Schließen Sie so wenig wie möglich Bekanntschaften. Es wimmelt von jungen Mädchen, die nur darauf aus sind, sich einen reichen Ausländer zu schnappen. Keine Gefahr. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt komme. Natürlich werden Sie kommen. Haben Sie noch eine Frage? Ja, eine bestimmt noch. Was haben Sie vor? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ein paar Tage Ruhe. Sie werden alles rechtzeitig erfahren. Also, bis Montag, 19.45 Uhr vor dem Hotel. Le Touquet ist ein Badeort, den ich nur empfehlen kann. Alles war, wie Schamal es geschildert hatte. Mein Zimmer hatte die Nummer 33. Das Souper bestand aus 6 Gängen und war vorzüglich. Wie viel angenehmer ist doch ein Leben, bei dem man nicht andauernd rechnen muss, was es kostet. Nach dem Essen nahm ich einen Pernod in der Halle und suchte dann das Casino auf. Einen weitläufigen Bau aus dem vorigen Jahrhundert. Es lag unmittelbar am Meer und wirkte imponierend mit seinen hohen Sälen und riesigen Fenstern. Ich setzte und verspielte nach und nach 1000 Francs, ohne mir darüber weiter Gedanken zu machen. Am Strand wimmelte es tatsächlich von jungen Mädchen, wenn man sie noch so nennen kann. Eine wie die andere, langbeinig, vollbusig und Haare bis zum Po, mit riesigen Sonnenbrillen bekleidet, betont uninteressiert an Männern. Ich blieb auch uninteressiert, bis mir eine durch ihre fast hochmütige Haltung auffiel. Schamal hatte mich zwar gewarnt, aber es lockte mich. Und eines Vormittags schlenderte ich zu ihr herüber und setzte mich neben sie in den Sand. Hallo, Baby. Ich bin nicht ihr Baby. Sie sind Französin, nicht wahr? Möglich. Sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Ich weiß, der alte Trick, aber ich glaube es wirklich. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht in Paris? Oder im Old England gestern Nachmittag? Nein, jetzt weiß ich's, im Casino. Ich spiele nie. Aber Sie waren im Casino. Sie hatten ein traumschönes Kleid in Türkis an, das genau zu Ihren Augen passte. Ich begleite hin und wieder einen alten Bekannten. Er hat es übrigens gar nicht gern, wenn ich mich mit Fremden unterhalte. Komisch. Ich habe auch einen alten Bekannten, der mich hier vor Fremden gewarnt hat. Dann halten Sie sich auch daran. Nun ist es schon passiert. Da können Sie mir doch auch Ihren Namen verraten. Sie haben sicher einen aufregenden... Sie langweilen mich. Vielleicht Antoinette oder Annette oder Angélique? Wie kommen Sie darauf? Das große A auf Ihrem Zigarettenetui neben Ihnen, stimmt's? Ich muss jetzt gehen. Darf ich Sie noch irgendwo hinbegleiten? Das fehlt mir noch. Ich werde abgeholt. Von Ihrem alten Bekannten? Sie werden aufdringlich, Monsieur. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder? Sie raffte ihre Sachen zusammen und ging zu einem Wagen, der an der Strandpromenade parkte. Am Steuer saß der Chauffeur von Schamal. Ihn selbst sah ich 5 Tage später in einem mit Fotos, Grundrissen und Plänen förmlich tapezierten Raum einer kleinen Hotelpension außerhalb des Ortes. Vor der Vergrößerung eines Fotos, das ein mir inzwischen vertrautes Gebäude zeigte, blieb ich stehen. Das Spielcasino, nicht wahr? Ja, das Casino. Wir werden morgen der Direktion die Mühe ersparen, den Tagesgewinn zur Bank zu schaffen. Dann wäre es wohl jetzt an der Zeit, mir endlich zu sagen, was ich dabei zu tun hätte. Ich bin im Begriff. Das Unternehmen ist auf morgen, Sonnabend, den 14. Juni, 23.44 Uhr angesetzt. Sonnabend ist bekanntlich der Tag, an dem die Einnahmen am höchsten sind. Sie befinden sich seit 22.35 Uhr im großen Spielsaal und haben 4-mal Chips zu je 400 Francs gekauft. Um 23.42 Uhr gehen Sie wieder zur Kasse und verlangen noch einmal Chips für 400 Francs. Während der Kassierer Sie abzählt, ziehen Sie eine Pistole aus der rechten Außentasche Ihres Smokings. Fordern den Kassierer auf, das vor ihm befindliche Stahlgitter zu öffnen. Und sobald es offen ist, drücken Sie ihm diese Blechkapseln in die Hand und zwingen ihn, sie in die Rohrpost neben sich zu schieben, durch die alle Einnahmen in den Tresorraum im ersten Stock befördert werden. Damit ist Ihre Aufgabe praktisch erledigt. Ich verstehe nur nicht... Ich erkläre es Ihnen ja. Diese Blechhülse, die Sie hier sehen, ist in Wirklichkeit eine Gaspatrone.
Sie enthält anstelle zusammengerollter Banknoten ein Gas, das beim Öffnen der Kapsel entweicht und die 6 Angestellten im Tresorraum innerhalb einer halben Sekunde völlig betäubt. Einer meiner Leute, an dem ich meine Erfindung ausprobierte, kam erst nach einer halben Stunde wieder zu sich. Ich brauche nur 6 und eine halbe Minute, um die Tür zu sprengen, den Tresor zu leeren, das Geld zu verpacken und durch das Fenster zu verschwinden. Herr Dupont, der die Rohrpost eingebaut hat, konnte nicht ahnen, dass es gerade seine Anlage sein würde, die mir ermöglicht, ohne Widerstand in den Tresorraum zu gelangen. Bewundernswürdig. Und wie haben Sie die Flucht organisiert? Vor der Terrasse des Casinos liegt eine Yacht mit laufenden Motoren, übrigens die schnellste an der ganzen Küste. Sie geht um 0.05 Minuten in See, Sie haben also 9 Minuten, um das Casino zu verlassen und bis zur Yacht zu laufen. Und wenn ich Sie nicht rechtzeitig erreiche? Das ist Ihr Risiko. Ich meine, bei $100.000 müssen Sie das auf sich nehmen. Alle anderen Mitarbeiter bekommen weniger und riskieren sehr viel mehr. Ich hoffe, damit sind Ihre Bedenken zerstreut. Oder haben Sie noch welche? Vermutlich befindet sich bei der Kasse eine Alarmanlage. Außer Betrieb, wenn Sie an die Kasse gehen. Sonst noch was? Noch eine Kleinigkeit. Sie haben die bekannte Kappe vergessen, die einen unsichtbar macht. Ich verstehe nicht. Ganz einfach. Wenn jemand in einem Saal voller Menschen, in dem es dazu noch von Detektiven wimmelt, an der Kasse mit dem Kassierer verhandelt und dazu eine Pistole in der Hand hält, so dürfte das kaum unbemerkt bleiben. Und was ist, wenn jemand zufällig auf die Idee kommt, zur selben Zeit wie ich Chips an der Kasse zu kaufen? Dann ist ihr ganz perfekter Plan im Eimer. Gestorben praktisch. Ich glaube, Ihr Ton ist nicht richtig. Offenbar halten Sie mich für einen Anfänger. Aber Sie können gefahrlos Ihren Anteil gegen eine trockene Feige setzen, dass ich mein gesamtes Vermögen nicht in diese Idee gesteckt habe, um mir eine Zigarette damit anzuzünden. In der gleichen Sekunde, in der Sie die Pistole hervorholen, wird im kleinen Spielsaal nebenan ein Höllenlärm losgehen, in dem sich kein Mensch um sie kümmern wird. Alle werden in wilder Panik aus dem Saal zu rennen, versuchen Stühle und Tische umreißen, sich gegenseitig niedertrampeln, nur mit dem einen Gedanken, sie so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Und die Detektive werden mit gezogenen Pistolen in den Nebensaal stürzen. Der große Spielsaal wird im Handumdrehen menschenleer sein, abgesehen von ein paar in Ohnmacht gefallenen alten Damen. Da bin ich aber gespannt, wie Sie das erreichen wollen. In der Sekunde, in der Sie an die Kasse treten, werde ich in dem Nebensaal ein kleines Feuerwerk veranstalten mit eingeschlagenen Fenstern, Schüssen, Schreien und allem, was dazugehört. Es wird ein Höllenkrach werden. Erschrecken Sie nicht. Das Spektakel wird genauso lange dauern, wie Sie für Ihren Kassierer und ich für meinen Tresorraum brauche. Na? Was sagen Sie jetzt? Dass ich eine Abneigung gegen Pläne habe, in denen alles bis auf die gespaltene Sekunde genau festgelegt ist. Der Plan ist mir zu perfekt. Was soll das nun wieder? Dass ich mir das Ganze noch einmal gründlich überlegen muss. Das ist nicht mehr möglich. Die Aktion ist auf morgen angesetzt. Und wenn ich Nein sage? Das können Sie nicht mehr. Und? Warum nicht? Sie vergessen die Bank in der Rue Pigalle. Sie meinen den missglückten Überfall? Nicht meine Schuld, dass er daneben ging. Das weiß ich. Aber Sie sind damit in ein Unternehmen eingestiegen, das Sie an uns bindet. Aus bloßer Gefälligkeit Ihnen gegenüber. Da muss ich deutlicher werden. Die Gemeinschaft, zu der ich und meine Mitarbeiter gehören, hat ihre eigenen Gesetze. Und mit denen nimmt sie es sehr genau. Und dazu gehört, dass niemand, der sich einmal verpflichtet hat, seine Zusage zurückziehen kann. Ich habe mich zu nichts verpflichtet. Sie haben meine Aufgabe übernommen. Niemand hat sie dazu gezwungen. Sie müssen ihr Wort halten, sonst täte mir leid um sie. Ist das eine Drohung? Denken Sie darüber, wie Sie wollen. Leute, die zu viel wissen und abspringen, können nicht damit rechnen, alt zu werden. Wie gesagt, es täte mir leid. Aber sagen Sie jetzt nicht Ja in der Absicht, Ihre Zusage zu brechen. Wir würden Sie überall finden. Es war tatsächlich meine Absicht gewesen. Noch in der gleichen Nacht wollte ich nach Paris verschwinden. Nach dem Überfall in der Rue Pigalle wusste ich, dass ich es mit Gangstern zu tun hatte. Aber noch nie war es mir so unter die Haut gegangen, dass ich ihnen erbarmungslos ausgeliefert war. Das Geld spielte in diesem Augenblick überhaupt keine Rolle. Ich überlegte fieberhaft.
Wie haben Sie sich entschieden? Okay. Sie haben recht, ich sehe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wusste, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Hier ist die Pistole. Diesmal ist sie geladen. Und hier die Hülse mit dem Gas. Gehen Sie vorsichtig damit um. Und schließlich Ihr neuer Pass. Sie heißen Gerald Blackstone, in Arkansas City geboren. Merken Sie sich den Namen. Wozu ein Pass? Sie werden ihn brauchen. Also, auf morgen 23.44 Uhr vor der Kasse. Ich war da. Allerdings unter anderen Umständen, als wir an jenem Nachmittag hatten ahnen können. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Rien ne va plus. Die Suite Noire. Um 10:30 begann ich zu spielen. Wie gewöhnlich mit kleinen Einsätzen zu 200 und 300 Francs. Ich setzte wahllos, oft nur auf Rot oder Schwarz. Der Tisch war bis auf den letzten Platz besetzt. Ein- oder zweimal gewann ich, meistens verlor ich. Ich achtete kaum darauf. Meine Gedanken drehten sich nur darum, die Zeit richtig einzuteilen. Einmal ging ich zur Bar links vom Eingang. Dabei glaubte ich, meine Bekanntschaft vom Strand zu sehen, verlor sie in dem Gewühl aber gleich wieder aus den Augen. Mittlerweile war es 23.15 Uhr geworden. Ich musste also noch beinahe eine halbe Stunde am Roulette-Tisch zubringen, bis ich an die Kasse gehen konnte, um neue Chips zu kaufen. Die Pistole hatte ich in der Jackentasche untergebracht, die Gashülse unter der rechten Achsel, um sie mit einem Griff in die Hand zu bekommen. Ich war vollkommen ruhig. Die große Uhr in der Halle zeigte 23.23 Uhr. Ich hätte nur mit kleinen Einsätzen spielen dürfen, wenn ich mit meinen vorhandenen Chips über die Runden kommen wollte. Ich weiß selbst nicht, weshalb. Ob in einer plötzlichen Eingebung oder um einem für mich sinnlos gewordenen Spiel ein Ende zu machen. Ich warf die Hälfte meiner Chips 300 Francs auf die 33, die Nummer meines Zimmers im Hotel. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Rien ne va plus. Trente-trois rouge. Ich hatte gewonnen. Wie viel wusste ich nicht. Es konnten 10.000 Francs sein. Ich dachte nur daran, dieses Geld so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Ich ließ den Gewinn stehen. Faites votre jeu, mesdames, messieurs. Rien ne va plus. Ich sah kaum hin. Ich war völlig unbeteiligt. Mich störte die Gaspatrone unter der rechten Achsel, die sich verschoben haben musste. Ich fürchtete, sie könnte jeden Moment herunterfallen. 33 rouge. Jetzt wurde es ernst. Der Croupier zögerte. Sollte ich mir den Berg Chips herüberschieben lassen, alles einstecken und verschwinden? Es mussten über 300.000 Francs sein, fast 70.000 Dollar, beinahe so viel, wie Chamal mir versprochen hatte. Das waren keine Chips, keine Spielmarken mehr. Das war bares Geld, das mir gehörte, mehr als ich je besessen hatte und vermutlich besitzen würde. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich bin wahnsinnig gespannt, was er jetzt machen soll. Bestimmt ein Amerikaner. Lassen Sie alles stehen. Hören Sie auf mich, junger Mann. In Nizza ist vor 40 Jahren dasselbe passiert. Geben Sie nicht auf. Ich weiß, was ich sage. Monsieur, lassen Sie alles stehen. Der Einsatz beträgt 300.000 Francs. Ich weiß. Lassen Sie ihn stehen. Faites votre jeu, mesdames, messieurs. Rien ne va plus. Ich zündete mir eine Zigarette an. Die Kugel schien überhaupt nicht zum Stillstand zu kommen. Ich sah nicht einmal mehr auf die große Uhr in der Halle. Grand Trois Rouge. Nein, das ist... Was ich Ihnen gesagt habe, junger Mann, vor 40 Jahren in Nizza, da war es genau dasselbe. Alle starrten mich an, was mir außerordentlich unangenehm war. Mit Gewalt drängte ich mich durch die Umstehenden, um zur Bar zu gehen.
Ich hatte nur die eine Sorge, jemand könnte die Pistole in meiner Jackentasche bemerken und falsche Schlüsse ziehen. Mesdames, Messieurs, die Direktion gibt bekannt, dass das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen wird. Wir bitten um Verständnis. Das Bank ist gesprengt. Was heißt das? Ich begreife nicht. Was heißt das? Sehr einfach, das Casino ist pleite, Madame. Wenn das ein Begriff für Sie ist, ist pleite, verstehen Sie? Auf dem Weg zur Bar holte mich der Direktor ein. Sie gestatten, mein Herr? Ja, bitte? Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem außergewöhnlichen Erfolg. Wie man mir eben meldete, beläuft sich Ihr Reingewinn auf 12.152.500 Francs. Ein so einmaliges Ereignis in der Geschichte unseres Casinos, dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Selbstverständlich wird Ihnen der Betrag bis auf den letzten Centime ausbezahlt werden. Nur, Sie begreifen, würden Sie anstelle von Bargeld einen Scheck auf die Banque de France annehmen? Sonst müssten wir das Casino für heute schließen. Ich begriff meine Chance. Das war die Entscheidung. Ich sah auf die große Uhr, noch 14 Minuten. Um 23.44 Uhr sollte die große Aktion starten. Bis dahin musste ich aus dem Casino verschwinden. Ich bin einverstanden. Wenn Sie mir in 10 Minuten eine 500.000 in bar und den Rest als Scheck auszahlen. Ich muss aus dringenden Gründen noch heute Nacht abreisen. Wir sind Ihnen sehr verbunden, Monsieur. Wir werden tun, was wir können. Darf ich Sie um Ihren Pass bitten? Meinen Pass? Wozu? Wegen des Schecks. Er muss auf Ihren Namen lauten. Auch in Ihrem eigenen Interesse. Ich gab ihm den Pass nur ungern. Es war der von Chamal auf den Namen Blackstone. Vor der Bar stieß ich mit Angelique zusammen. Hallo, ich wusste ja, wir würden uns wiedersehen. Halten Sie mich nicht auf. Warum so nervös? Erwarten Sie jemanden? Ja, natürlich. Dann haben wir noch 9 Minuten und 45 Sekunden, um einen Drink an der Bar zu nehmen. Sind Sie verrückt geworden? Hör zu, wir warten auf denselben Mann. Wir brauchen uns nichts mehr vorzumachen. Ich hab dich in seinen Wagen einsteigen sehen. Übrigens, ich warte nicht mehr. Komm mit, du siehst ja, heute wird ja nicht mehr gespielt. Warum? Was ist passiert? Oh, du weißt noch nicht. Die Direktion hat das Spiel gestoppt. Kein Geld mehr. Ich glaub Ihnen kein Wort. So was gibt's gar nicht. Ein Spieler hat vor einer Viertelstunde die Bank gesprengt, wie man das so nennt. Welcher Spieler? Ich bedauere sehr, ich selber. Das ist nicht meine Schuld. Er wollte, dass ich spielen sollte. Sie. Dahinter steckt irgendeine Schweinerei. Warum Sie das Geld? Ich hab's gar nicht. Wahrscheinlich wird's in diesem Augenblick unter Bewachung von 3 Detektiven, 3 Beamten und in Begleitung des Direktors hier nach unten gebracht. Du siehst, die Situation hat sich etwas verändert. Bring dich in Sicherheit, sage ich dir. Mein Wagen, ein roter Renault, steht vor dem Eingang. Wohin willst du denn jetzt noch arschen? Lassen Sie mich los! Es ist zu spät. Sie hörte nicht mehr. Sie rannte wie eine Verrückte davon. Wollte sie ihn noch warnen? So unauffällig wie möglich beförderte ich die Gaskapsel in einen Blumenkübel. Die Pistole in einen anderen. Gleich darauf erschien der Direktor. Schneller ging's nicht. Wir taten, was wir konnten. Hier, Ihr Pass und der Scheck über 11.152.500 Francs. Sie können ihn bereits morgen bei der Banque de France einlösen. Und hier, 500.000 in bar, noch in den Originalumschlägen der Bank. Sie können sicher sein, dass es stimmt. Ja, danke, ich schaffe es noch. Hier ein Umschlag für das Personal. Wir haben Ihnen zu danken. So können wir doch das Spiel fortsetzen. Die große Uhr zeigte 23.43 Uhr. Ich war gerade bei meinem Wagen angelangt, als es losging. Auf die Sekunde genau. Im Begriff abzufahren, sah ich Angelique heranhasten. Schnell, steig ein! Es war zu spät. Ich bin bis zur Terrasse gerannt, er war nicht mehr da. Ich hab's dir doch gesagt, wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Hat an alles gedacht. Nur nicht, dass es schief gehen könnte. Das ist Ihre Schuld. Wir werden uns jetzt nicht streiten. Wir müssen so schnell wie möglich fort von hier. Wohin wollen Sie? Nach Paris. In einer halben Stunde sind alle Straßen von der Polizei besetzt. Ich will nicht nach Paris. Halten Sie an, ich will aussteigen. Zur Hölle. Du kannst nicht hier bleiben. Wo ist das Geld? Wir sprechen darüber, wenn wir in Sicherheit sind. Sie werden sofort anhalten und das Geld aus dem Kofferraum holen, sonst... Steck die Pistole ein, Baby. Das Geld ist nicht im Kofferraum. Und du wirst den Himmel anflehen, mich heil und bei guter Gesundheit zu erhalten.
Wenn mir was passiert, bekommst du keinen Penny von dem ganzen Geld zu sehen. Das überlassen Sie mir. Los, beeilen Sie sich. Du hast keine Ahnung, mein Kind. Das Geld ist bei mir in der Jacke. Und zwar als Scheck. Und der Scheck ist auf meinen Namen ausgestellt. Wenn du damit bei der Bank aufkreuzt, kannst du auch gleich zur nächsten Polizeiwache gehen. Das ist der gemeinste Trick, den ich je erlebt habe. Aber wir rechnen noch ab. Hör zu. Ich habe das Geld weder dir noch Schamal gestohlen. Ich habe es im Casino auf die einfachste Art gewonnen. Basta. Es kommt auf dasselbe raus. Ich bin bereit, mit dir zu teilen. Wenn du mit nach Paris kommst. Darauf kannst du dich verlassen. Glaub nicht, dass du in Paris untertauchen kannst. Ich werde dich keinen Augenblick allein lassen. Sie hielt ihr Versprechen, auch des Nachts. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Wohnten in einem Luxus-Appartement, aßen in den teuersten Lokalen, fuhren zum Rennen und taten, als liebten wir uns. In Wirklichkeit belauerten wir uns gegenseitig. Der eine traute dem anderen nicht einen Augenblick. Über den Scheck, den ich immer bei mir hatte, wurde nicht gesprochen. Aber ich war sicher, dass ihre Gedanken sich die ganze Zeit damit beschäftigten. Auch Schamal wurde nicht erwähnt. Einmal las ich in der Zeitung, dass die ganze Bande hinter Schloss und Riegel war. Was aus ihm geworden war, wusste ich nicht. Angelique kleidete sich neu ein, stellte aber sonst keine großen Ansprüche. Bis sie eines Tages vorgab, ein Collier bei Cartier gesehen zu haben, das sie sich wünschte. Es kostete eine 750.000. Mehr, als ich noch in bar besaß. Ich hatte noch 300.000 Francs, die ich in einer kleinen Ledertasche in einem Geheimfach des Sekretärs verwahrte. Ihr Wunsch, der so gar nicht zu ihr passte, machte mich stutzig. Dann kam ich dahinter, dass sie mich auf diese Weise dazu bringen wollte, endlich den 11-Millionen-Scheck einzulösen. Warum nicht? Ich hatte ihr die Hälfte versprochen. Wir gingen zur Bank. Würden Sie mir bitte diesen Scheck des Casinos von Le Touquet auszahlen? Mit dem größten Vergnügen, mein Herr. Da es sich um eine größere Summe handelt, muss ich Sie um Ihren Pass bitten, wenn Sie einen Augenblick Platz nehmen wollen. Notgedrungen musste ich ihm den falschen Pass geben. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Geld? Wir? Hör ich richtig? Du gibst mir die Hälfte und Schluss? Ich frage mich nur, warum eigentlich? Frage ich mich schon lange. Dein Teil war auf 500.000 Francs festgesetzt. Alles Übrige gehört uns. Wenn du das glaubst, musst du mich verklagen. Es ist mein Geld. Was hast du dafür getan? Nichts. Ein Chip auf den Tisch geworfen. Wir haben die ganze Arbeit getan und du kassierst. Das ist unser Geld. Wie bist du denn zu deinem Gewinn gekommen? Durch uns. Wir haben dich von der Straße aufgelesen. Ohne uns wärst du nicht so viel wert. Wie eine trockene Feige. Was hätte ich denn tun sollen, deiner Meinung nach? Deinen Auftrag ausführen, das Geld im Casino lassen. Wir hätten es schon rausgeholt. Aber inzwischen hattest du es dir ja in die Tasche gesteckt. Mit anderen Worten, euch helfen, mein Geld zu klauen. Denkst du, ich lass mich zum Narren machen? Wer hat dich denn damals gerettet vor der Polizei? Weil du mit mir schlafen wolltest. Ich hätte noch ganz andere gefunden. Ich habe dir an jenem Abend gesagt, wir rechnen noch ab. Glaub nicht, dass du in Sicherheit bist. Ich denke, Schamal ist tot. Würde mich an deiner Stelle nicht so sehr darauf verlassen? Still. Herr Kassierer. Mr. Blackstone? Ja, bitte? Wir haben uns erlaubt, in Le Touquet anzufragen. Das Geld steht Ihnen zu. Dann ist ja alles in Ordnung. Leider nein. Unsere Kontrolle hat Ihrem Pass eine kleine Ungenauigkeit feststellen müssen. Ihr Geburtsdatum. Der 18. Dezember 33. Natürlich, natürlich. Ich dachte es mir ja. Ein bloßes Versehen, eine Umstellung der Zahlen. In Ihrem Pass steht nämlich der 33. Dezember 1918. Eine Absurdität. Das ist mir nie aufgefallen. Es liegt auf der Hand, ein Flüchtigkeitsfehler. Für Sie ohne jede Bedeutung. Leider nein. Unsere Bank ist in diesen Dingen peinlich genau. Sie ahnen nicht, mit wie viel Fälschungen wir zu tun haben, gerade heute, so kurz nach dem Krieg. Ich kann doch den Fehler selbst korrigieren. Leider nein. Sie dürfen an Ihrem Pass selbst nichts ändern. Unsere Bank, und ich glaube, jede andere Bank auch, ist in solchen Dingen peinlich genau. Ja, ja, ich weiß. Was also? Sie könnten mir doch wenigstens erstmal einen Teil... Leider nein.
Sie müssen zu Ihrer Botschaft gehen und wahrscheinlich wird man den Pass einziehen und Ihnen einen neuen geben. Auch Botschaften sind heute peinlich genau. Und mein Geld? Wie komme ich daran? Selbstverständlich bleibt Ihnen das absolut sicher bei uns. Hier, Ihren Pass. Eigentlich müssten wir ihn zurückbehalten. Sie sehen, wir haben volles Vertrauen. Ich sah mir den Pass an. Als ich ihn von Jamal bekam, hatte ich ihn zu mir gesteckt, ohne weiter hinzusehen. 33. Dezember. Welcher Idiot hatte die 33 als mein Geburtsdatum hineingeschrieben? Die Zahl grinste mich an. Sie kam mir vor wie eine Rattenfalle. Es war undenkbar, mit dem Pass zur Botschaft zu gehen. Man würde sofort sehen, dass er gefälscht war. Als ich mich nach Angelique umdrehte, war sie verschwunden. Ich fuhr zu unserer Wohnung zurück, auch da war sie nicht. Ich griff in das Geheimfach im Schreibtisch nach der kleinen Ledertasche. Sie war nicht mehr da. Ich wohne wieder in der Rue Vaugirard, in meinem alten Hinterzimmer mit der Couch, auf der ich mir die Zukunft ausgemalt hatte. Meine Zukunft. Abends gehe ich ins Café du Dôme und bestelle meine Eiscreme, um das Abendessen zu sparen. Ein Jamal wird kein zweites Mal an meinen Tisch treten und fragen, ob der Stuhl neben mir frei ist. Ich werde nicht noch einmal an eine Bank springen. Angelique kommt nicht wieder. Ich werde nach Milwaukee zurückfahren, Lehrer an der Mittelschule werden und mich krank ärgern, bis ich mit 50 am Magenkrämpfen zugrunde gehe. Vielleicht schreibe ich vorher doch noch meinen Roman zu Ende. Einen Titel hätte ich ja jetzt. Wie kommt man zu einem perfekten Misserfolg?